Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Zwei Welten. Manchmal kommt es mir vor, als lebe ich in zwei Welten. Einmal hier wunderbar die Welt, ja, die hier die Frühlingsstimmung symbolisiert. Die Blumen hier, es blüht, es ist grün, wunderbar. Das volle Leben, das Leben in seiner Schönheit, das Leben in seiner Entfaltung, auch das Leben der freien Gedanken, das Leben auch seine Meinung ja, frei äußern zu können und Menschen zu treffen, die gerne leben und die das Leben genießen, zum Beispiel wie Sonntag bei der Motorradwallfahrt. Wunderbar, das war für mich ja, ein Bild auch, wie unsere Welt sein kann. Dass wir uns unter den Segen Gottes stellen und dabei trotzdem viel Freude und Vergnügen miteinander haben. Das ist das eine Bild von Welt. Und das andere Bild ist ein bisschen repräsentiert, ja, durch das, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, die von unseren Enten und Hühnern gestaltete Wüstenei. Da wächst nicht mehr viel, da ist kaum noch Leben, ein bisschen Gras, aber ja auch viel Brachfläche, da ist kaum noch Leben. Und auch das ist etwas, was mir momentan begegnet. Viel Angst, viel Besorgtheit, ja, und auch irgendwie kein Leben. Und irgendwie diese beiden Extreme, finde ich, sind momentan sehr vorherrschend. Oder zwei Meinungen sind vorherrschend. Da gibt es sozusagen hier, da wo alles gut ist, und das andere, da wo alles nicht so gut ist. Da wo Leben ist und da wo kein Leben ist. Und zwischen beiden Welten gibt es für mich momentan irgendwie keine Verbindung. Das schmerzt mich, das macht mich zornig, das macht mich aber auch traurig und ja, manchmal macht es mich sehr müde und ich muss sagen, manchmal auch sehr verzweifelt. Wie kriegen wir eine Brücke hin? Oder wie schaffen wir es, dass ja, das Leben wieder schön ist? Wie bekommen wir da eine Verbindung hin? Ich möchte nicht ständig in zwei Welten leben. Ich glaube, das möchte keiner. Sondern unsere Welt ist eine Welt. Gott hat die ganze Welt erschaffen. Und für ihn gibt es keine getrennten Welten, Paralleluniversen oder sowas. Sondern es gibt die eine Welt und nicht zwei Welten. Beten wir, dass wir es schaffen, dass wir nicht in zwei Welten leben, in Paralleluniversen leben oder sowas, sondern dass wir uns als Schwestern und Brüder, als Geschöpfe Gottes in der einen Welt treffen können, dass wir miteinander feiern können, dass wir miteinander streiten können und dass wir miteinander leben können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.